Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video wollen wir uns die 8. Folge von Star Trek Picard ansehen. Seid gewarnt, es kann und wird zu Spoilern kommen. Bleibt dran! Die 8. Folge von Star Trek Picard hat definitiv wieder an Erzähltempo zugenommen, was ein sehr erfreuliches Ereignis war, nach der eher doch enttäuschten 7. Folge. Ein ganz großes Manko hat diese Folge für mich definitiv, und zwar die Storyline um Admiral Picard, Guinan und den FBI-Agenten. Diese komplette Storyline tat einfach nichts zur Handlung bei. Sie war total sinnlos. Am Ende der Folge saßen Guinan und Picard genauso wieder in der Bar wie zum Schluss der 7. Folge. Und wenn über eine komplette Folge die Darsteller in derselben Situation sich in derselben Situation wiederfinden wie am Ende der vorherigen Folge, dann ist das für mich ein großes Indiz dafür, dass die Geschichte, die hier erzählt wurde, sinnlos war. Ja, für mich war sie sinnlos. Inhaltlich. Nett anzusehen, es war eine nette Geschichte über Aliens in den 70er Jahren, über einen FBI-Agenten in seiner Midlife-Crisis oder am Ende seiner Karriere. Picard hat, ja, keine Weiterentwicklung gemacht, nichts Neues erfahren. Eventuell sogar komplett die Zeitlinie durcheinander gebracht und erst das ausgelöst, was er zu verhindern versucht hat. Aber sonst ist nichts passiert, außer vielleicht die Details über die Fähigkeiten der El-Orianer, über die Fähigkeiten von Guinan, die wiederum nett anzusehen waren. Das Beste dabei war noch der Dialog zwischen Guinan und Q. Man erfährt etwas mehr über Qs Situation und wie gesagt die Fähigkeiten der El-Orianer. Aber das ist zu wenig. Das ist für mich nicht ausreichend, um diesen Story-Arc als immens tragend und wichtig zu empfinden. Spannender fand ich hier, und das finde ich auch gut, dass Seven of Nine und Raffi endlich etwas mehr zu tun bekommen haben, nämlich mit der Suche nach Agnes, die ja mehr und mehr zur Borgkönigin wird. Kurz nur unterbrochen dadurch, dass sie Raffi nicht getötet hat, Raffi und Seven nicht getötet hat, wo man erahnen kann, dass nach etwas von Agnes in der derzeitigen Borgkönigin steckt. Die größte Überraschung war dann auch noch, dass die Borgkönigin, nachdem sie einige Batterien ausgelutscht hatte, bei Adam Sung auftauchte. Zuvor war ja noch die Story zwischen Adam Sung und seiner Tochter, die durch Qs Hilfe quasi die Freiheit erlangt hat, wie wir in der letzten Folge schon mitbekommen haben oder in der vorletzten Folge, mehr über ihre Vergangenheit herausbekommen hat. Diese Information wirft sie quasi Adam Sung vor die Füße und konfrontiert ihn mit ihrem Wissen und entscheidet sich dann dafür, ihren Vater vorerst zu verlassen. Okay, wird zur Kenntnis genommen, ist so. Vielleicht ist das noch ein spannender Story-Teil in der 9. Folge, vielleicht aber auch erst in der 10. Folge. Ich kann mir noch nicht wirklich so einen Reim drauf machen. Für mich ist ja die große Frage, welchen tieferen Sinn außer Fanservice oder Worldbuilding diese Storyline noch haben wird. Das lasse ich mal auf mich zukommen. Ich versuche das auch nicht zu negativ zu werten und sehe das eher noch als
einen spannenden Moment, der mich vielleicht noch überraschen kann, an. Aber sonst, ja, ist Adam Sung einfach noch der Handlanger von Q. Von Q und der Borgkönigin. Es war interessant zu sehen, wie die Borgkönigin Adam Sung mit dem Potenzial seines Größenwahns gelockt und geködert hat, ihr zu helfen. Was wieder super zu der Charakterzeichnung des verrückten Wissenschaftlers passt. Und es wird jetzt sicher mit dieser Konstellation auf das Schlussgefecht, den Schlusshöhepunkt der zweiten Staffel hinauslaufen. Ich erwarte mir für die kommende 9. Folge so quasi das Präludium zum Finale. Und das wird dementsprechend aussehen, dass die Borgkönigin noch die eine oder andere Drohne erschaffen wird aus der Söldnertruppe, die Adam Sung angeheuert hat. Und dann wird diese Truppe Jagd auf Picard und das Schiff machen. Sollte es der Borgkönigin und dem verrückten Wissenschaftler gelingen, das Schiff in ihre Gewalt zu bringen, würde das wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir die Konföderationszeitlinie erleben würden. Somit sind wir leider Gottes wieder bei dem größten Manko von Zeitreisegeschichten, nämlich meistens sind sie so aufgebaut, dass der treibende Grund für die Protagonisten, eine Zeitreise zu unternehmen, um etwas in der Vergangenheit zu verändern, dann darin gipfelt, dass die Protagonisten dieses Ereignis erst durch ihre Zeitreise auslösen. Wir sind hier bei Staffel 2 von Star Trek Picard auf dem besten Weg dorthin, dass es diesem Schema F folgen wird. Seien wir mal gespannt, was die 9. Folge bringen wird. Dem einen oder anderen wird wahrscheinlich schon für die 9. Folge ein kleiner Vorgeschmack geboten worden sein, nämlich denjenigen, welche die Trailer zur 9. Folge schon gesehen haben. Aber dazu vielleicht in einem späteren Video mehr, einer Trailer-Analyse zur 9. Folge. Viel kann man nun über die 8. Folge dann nicht mehr sagen. Wir hatten den Story-Arc um die Borgkönigin, das Highlight mit dem Zusammentreffen von Adam Sung und der Borgkönigin selbst. Wir hatten den Storyteil zwischen Adam Sung und seiner Tochter, dem emotionalen Tiefpunkt von Adam Sung, als er zusehen musste, wie seine Tochter ihn verlässt. Wir hatten die Weiterentwicklung seiner Tochter durch die Konfrontation mit der Vergangenheit und ihrer Entstehungsgeschichte. Und wir hatten Seven und Raffi die Jagd auf Agnes machen, beziehungsweise immer noch Agnes in der Borgkönigin suchen. Rios, ja, hat versucht, die La Sirena wieder zum Laufen zu bringen, nachdem sie von der Borgkönigin ja gesperrt wurde und quasi funktionsunfähig ist. Und dann haben wir die 8. Folge auch schon beieinander. Also wir sehen, es war jetzt nicht die spannendste und beste Folge dieser Staffel. Es war guter Durchschnitt. Es war schön zu sehen, dass das Tempo in dieser Folge wieder angezogen hat. Es war etwas enttäuschend, dass Picard hier eigentlich keine Weiterentwicklung gemacht hat, dass Picard hier relativ flach blieb. Schön, dass Guinan einen längeren Auftritt hatte, beziehungsweise einen längeren Auftritt hat. Und schön, dass auch Raffi und Seven etwas mehr zu tun bekommen haben. Vor allem auch in der Beziehung zueinander hat diese Folge etwas mehr zur Charakterentwicklung der beiden beigetragen. Alles in allem gut bis solide, gutes Mittelfeld, solide mittlere Bewertung. Ganz groß kritisieren
kann ich hier nichts und will ich auch nicht, weil sie hat mir Spaß gemacht. Ich konnte mir die Folge ein zweites Mal ansehen, ohne mich dabei zu langweilen. Ich kann aber die Kritik, die die einen oder anderen hier austeilen, auch gut nachvollziehen. Wie ging es euch mit der 8. Episode? Welche Erwartungen habt ihr auf die 9. Episode? Lasst mir hier gerne das eine oder andere Kommentar hier. Wie hat euch das Video gefallen? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über ein Like und einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch dazu auch den Kanal unterstützen wollt, lasst ein Abonnement für den Kanal da. Beides kostet euch zwei kleine Klicks und ist für mich und den Kanal eine riesengroße Unterstützung. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.